Ja, wir kommen jetzt zur nächsten Workshop-Einheit. Und zwar neben den Parolen und den Sprüchen auf Demos gibt es natürlich noch die Möglichkeit, eben sich mit Schildern oder mit Transparenten eben zu artikulieren. Das hat den Vorteil, dass man auch so ein bisschen komplexere Sachverhalte eventuell oder auch persönlichere Sachverhalte erklären kann, ja, dass man jetzt nicht so in der Gruppe irgendwie was gemeinsam rufen muss, sondern dass man eben auch, jeder kann sein eigenes Ding mit vor sich hertragen. Also wir haben so ein paar Beispiele hier ja schon aufgestellt. Wir würden euch jetzt bitten, dass ihr euch hier so ein paar Schilder malt selber. Wir haben so ein bisschen Equipment dafür verteilt. Also nehmt euch einfach eine Pappe und schreibt da eine politische mehr oder weniger Forderung drauf. Ja, also was ihr zum Ausdruck bringen möchtet, was euch wichtig ist. Und dann gebt ihr den Stift einfach weiter. Genau, also macht euch Schilder. Wir können dann auch gegenseitig die so ein bisschen bewerten und man kann auch ganz kreativ sein, man kann auch ein Gedicht aufschreiben. Ne? Man ist da wirklich relativ frei. Vielleicht machen wir auch noch, haben wir noch einen Stift hier oben, dann können wir auch noch irgendwas malen. Mach doch für mehr Bass. Ist jetzt eine Vergleichsweise, ist jetzt eher so eine hedonistische Forderung. Finden natürlich vielleicht auch andere Scheiße, ne? So, wenn du so... Dass das ein Gitarrist sozusagen mehr Bass will, ist auf jeden Fall... Stimmt, ja, also, wenn ich es recht überlege, ist eine scheiß Forderung. Okay. Okay, gibt's schon Schilder? G-Punkt statt G20. Sehr schön. Ach so, Ho Chi Minh. Das ist auch ein Klassiker. Generalstreik geht immer eigentlich. Weihnachten gegen das Schweinesystem. Sehr gut, hier vorne. Das ist jemand, der sich damit auskennt. Der wird in den nächsten Wochen noch groß in Mode kommen. Ja, ja. Fairer Konsum für Menschen, Tiere, Liebe, Respekt. Yeah! Yeah. Love, Sex, Hate, Sexism. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ihr könnt noch weiter an euren Schildern malen. Jetzt kommt aber schon mal der nächste Gast.